Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie mit OpenOffice eine Tabelle anfügen können und auch die Zeilen anfügen können und auch löschen können. Also wir wollen die Tabelle zum Beispiel hier anfügen. Dann gehen wir einfach auf diesen Reiter da und dann können wir einfach die Spalten hier, die Anzahl von unseren Spalten einfach anfügen und die Anzahl von unseren Zahlen einfach so anfügen und dann können wir einfach OK drücken und sofort ist die Tabelle da. Oder wir haben auch die Möglichkeit, wir könnten einfach weitere Tabelle hier hinzufügen. Wir drücken einfach hier und nehmen einfach die Anzahl von unseren Spalten und die Anzahl von unseren Zahlen. Also Sie sehen schon, was wir dann machen können. Dann drücken Sie und sofort. Wie Sie auch sehen, also die zweite Tabelle ist auch da. Wir wollen jetzt die dritte Tabelle mit der dritten Möglichkeit auch anfügen. Wir können auch auf eine Tabelle gehen und dann anfügen. Und da haben wir eine Tabelle, dann können wir einfach auch die Anzahl von unserer Tabelle hier angeben und die Anzahl von Spalten und Zahlen einfach da angeben. Wir haben auch die Option, eine Überschrift einfach hier ein Häkchen hier zu machen. Und ja, weil wir einfach unsere Überschrift selbst schreiben wollen und alles machen wollen, dann lassen wir einfach und später können wir auch dritte Tabelle ist schon da. Jetzt zeige ich euch, wie Sie einfach die Daten so angeben können. Hier auf unserer letzten Seite können Sie schon einige Daten angeben. Und zum Beispiel können Sie zum Kaffee und so weiter können Sie angeben, wie Sie wollen und schreiben Sie einfach alles und mit dieser Tab-Taste können Sie einfach hin und her zwischen die Zeilen und einfach diese Maustaste einfach bewegen. Also mit dieser, Sie sehen schon, wenn Sie diese Tab-Taste oder mit der Umschalte-Taste, mit der Tab-Taste drücken, dann können Sie einfach die Sache, die Mauszeiger, der Mauszeiger einfach bewegen und Ihre Sache einfach. Also Sie können zum Beispiel nochmal C schreiben und so weiter. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, wenn Sie merken, Sie brauchen noch mehr Spalten hier, dann haben Sie auch die Möglichkeit, einfach mehr Spalten hier anzufügen. Sie markieren einfach die Stelle, wo Sie mehr Spalten anfügen wollen. Und hier haben Sie einfach auf Ihrem Menü einfach Spalte anfügen und die dritte Spalte wird angeführt. Wenn Sie nochmal zum Beispiel diese Zeile hier weitere Zeile anfügen wollen, dann drücken Sie einfach hier Zeile anfügen und dann wird es. Oder Sie kommen einfach hier oben, dann haben Sie auch die Möglichkeit, Zeile und Spalte hier anzufügen, wie Sie einfach wollen. Und es wird einfach gefragt, wie viele Zeile wollen Sie einfach anfügen. Dann sagen Sie zum Beispiel zwei, wollen Sie einfach davor oder danach da hinten einfach anfügen, sagen Sie da hinten, also nach unserer Zeile. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Rahmen zum Beispiel zu bearbeiten. Sie können zum Beispiel alles markieren, die ganze Tabelle markieren, also auswählen, und zwar die ganze Tabelle. Sie haben auch die Möglichkeit, nur eine Zeile oder nur eine Spalte oder nur einige Zähler einfach zu markieren und dann können Sie einfach bearbeiten. Die ganze Tabelle wollen wir bearbeiten. Das haben wir schon und hier können wir einfach die Linie einfach suchen, welche Linie wir haben wollen und so fort, merken Sie schon. Und die Umrandung können wir auch aussuchen, welche Umrandung wir haben wollen. Und wir könnten auch hier die Farbe suchen, welche Hintergrundfarbe wir haben wollen. Dann ist es schwarz. Und wir können zum Beispiel unsere, rein diese Farbe für die Umrandung einfach suchen. Wir nehmen zum Beispiel diese Farbe und so fort sehen Sie einfach, wie es aussieht. Und von daher haben Sie die Möglichkeit, natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, alle Daten hier zu sortieren, wie Sie einfach wollen. Dann drücken Sie einfach hier Sortieren und es wird einfach ein Schlüssel hier gefragt und dann die Reihenfolge auch. Dann sagen wir absteigen und wir nehmen einfach der erste Schlüssel und dann drücken wir auf OK und sofort werden Sie einfach sortiert. Sie sehen schon. Ich zeige euch in dem nächsten Video, wie es weitergeht.